Exhaustion commenced. Ja, tschüss, Majas. War schön mit euch. So, das dauert jetzt leider eine Weile. Aber eigentlich habe ich dann alle Systeme besetzt. Man würde meinen, wenn alle Systeme besetzt sind, ganz Gallien ist besetzt, bis auf das hier. Aber man würde meinen, dass dann auch automatisch halt man das Kriegstier durchsetzen kann. Muss der Dach ist manchmal so, nope. Construction complete. Ground invasion force has seized a planet. Wo ist die erste Legion? Die hängt hier. So, damit hätten wir jetzt das. Moment, pass auf, wir machen es anders. Ihr springt. Ihr springt dahin und dann hier rüber. Und die erste Auxilia trifft euch dort. So, was bekommen wir jetzt von Steuern von Untertanen? Ja, das ist auch nicht wenig. Okay, Nahrung besteuern wir nicht. Finde ich ein bisschen komisch, dadurch, dass Nahrung halt jetzt wie jeder andere Rohstoff behandelt wird. In 2.1 macht es Sinn, aber... Construction complete. 81%. Auf Rom. Was haben wir denn hier? Sklavenabwicklung, weil die Sklaven produzieren ja in dem Sinne nichts. Theater, Forschungslabore. Ja, Prime Interface ist weg. So, kann ich der ersten Auxilia befehlen? Okay, hey, nein, da muss ich einfach nur dran denken, dass ich die immer zusammen bewege. Ihr erholt euch noch vom Sprung. Ah, aber es ist gut, wenn die das übernehmen. Das ist sehr gut. Denn ich kann gegen die einen totalen Krieg erklären. Das heißt, die Systeme übernehme ich auch ohne Ansprüche direkt. So. 52, 35.
Das System wird am Ende auch dann den Ägyptern gegeben, weil ich eigentlich nur das System brauche. Soll ich noch ein bisschen warten? Andererseits... Das Problem ist, ich kann nicht alle Systeme da übernehmen. Das ist das Problem. Das ist auch nicht wenig, was die hier haben. Zwar nur Stufe 3 Schilde, aber ansonsten sind sie ziemlich stark. Ich hoffe mal, dass das als Explosivwaffe zählt. Das hier kann ich noch aufrüsten. Passt auf, ihr kehrt dahin zurück. Heaven's Gate, was ist denn hier drin? Alien Hive. Das muss ich mir gleich mal angucken. Technology secured. Ich wollte sagen, den Anspruch möchte ich aufrechterhalten. Kostengebäude. Ja, ich denke, das ist sogar... mit das Beste, was wir im Moment haben können. Leute, das ist ein bisschen asymmetrisch. Aber ich kann einmal das hier triggern. Dann geht das hoffentlich ein bisschen schneller. So, Frage, was ist hier drin? Irgendwas. Nichts Wichtiges auf jeden Fall. So, es ist wichtig, dass ich das L-Tor übernehme. Ich denke, das wird das Ziel meines nächsten Krieges sein. Vessels upgraded. Munkadir, sub. Munkadir. Pass auf bei der Gelegenheit auch das. Da müssen wir nur gleich dran denken.
Mon Kadir. Okay, wir können keinen Angreifer einladen. We have declared war to safeguard our interests. Die haben hier keine Sternbasis mehr, also keine ausgebaute. St. Pomeroy ist Cybrex Alpha D. Ja, ist ja gut. Dann müssen wir uns das mal gerade anschauen. Moment, nein, den möchte ich wieder aktivieren. Dann möchte ich den hier ersetzen durch ein Produktionsministerium. Und hier... Ja komm, das kann man aber auch problemlos lösen. Weg mit der Robotermontageanlage. Die möchte keiner haben. Nahrungsverarbeitungsanlagen sind viel wichtiger. Mon Kadir, Sablisur. So, die hier sind alle... Genau. So, die brauchen ein halbes Jahr, um darüber zu kommen. Koloss-Projekt. Auf Avalon. Ja, passt auf, dann ziehe ich euch auf Zanam rüber. So, meine Armeen habe ich hier geparkt. Ja, gut. So wichtig ist es mir jetzt nicht. Ihr habt schon wieder keinen General. Relative Flottenstärke plus 50, Kriegsmüdigkeit. Ja, ich meine, gut, es hat auch kaum wirklich
ein Kampf stattgefunden. Ach ja, hier, komm. Construction ist doch wohl ein Witz. Ihr springt einmal rüber. Ups. Ja, guck, dass ihr einfach da rauskommt. Wir sind einfach haushoch überlegen. Ja, Status quo geht jederzeit. So, dann haue ich jetzt auch die Ansprüche raus. So, sonst habe ich keine Ansprüche gestellt. Also zumindest nicht hier in der Region. Ground Invasion Force has seized the planet. Technology secured. Warte, stopp. Euer Ernst? Ja, die haben hier natürlich eine Festungswelt gebaut. Was natürlich clever ist. So, dann holen wir aber einmal noch diese beiden Flotten dahin. Wo ist das Monument? Ich finde es gerade nicht, aber ich habe auf dem Planeten auch noch keins. Unser Reich weiß nicht, wie man Gebäude in dieser Kategorie baut. Das ist eine Lüge. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass die Auxilia auch mit der ersten Flotte, ersten Legion zusammenbleibt. Die sind nämlich schneller. Construction complete. Aber ich kann sie. Construction complete. So, hilft sie jetzt auch bei der Bombardierung, oder nicht? So, das könnte eine Weile dauern. So, das hier ist dezent unschön, aber hey.
Die hier sind fast fertig. Wobei, nee, die werden ja noch zu... Das hier wird zu einer kontinentalen Welt. Genau, weil das, weil man tote Welten nicht direkt terraformieren kann. Also nicht direkt zu Gaia-Welten. Muss erst den Schritt, Zwischenschritt machen. So, dann übergeben wir denen einmal Energie-Credits. Selektiv, selektiv. Ja, alle auf selektiv. Und wir haben zu viele Legierungen. Es ist schon ein bisschen nervig, dass man die ganze Zeit klicken muss, aber hey. Man muss es ja meistens auch nur einmal machen. Nicht Angriffsversprechen mit dem Mechasaur hier drüben. Nein. Schiffe einer Krise 11.000. Ja, das ist der einzige Grund, warum uns die Asiaten noch überlegen sind. Punktetechnisch zumindest. Vessels destroyed. Wo seid ihr? Ja, dann versucht doch nicht sklavisch da durchzufliegen. Construction complete. Wenn sich so viel Einfluss kosten würde, würde ich auch noch mehr ein Habitat bauen oder zwei. Allein schon eins für zur Rohstofflagerung. Construction complete. Und eben noch ein paar Sterntore. Wie lange dauert das hier noch? 850 Tage. Dann kaufen wir eben Mineralien und rekrutieren noch ein paar Armeen. Construction complete. Mm-hmm.
Construction complete. So, landet die Armee. Da müsste unbedingt noch ein Sternentor hin. Weil hier noch eine Schiffswerft ist. Andererseits ist daneben auch schon direkt eine, also ist das auch nicht weiter tragisch. Munkadir Sablisur. Technology secured. Trefferpunkte, Feuerrate. Wow, der General stirbt einfach während der Invasion. So, das hier produziert ausschließlich Nahrung. Das ist irgendwie ziemlich... Transmaya-Allianz, was? Okay. Receiving communications. Als hätten wir nicht schon genug Staaten hier. Rumpfstärke Schlachtschiffe, ja, gerne. Building ruined. Bestmöglicher Ausgang. So, da aus der Amazon machen wir dann später Vasallen. Wo waren jetzt meine Forschungsschiffe hin? Da ist eins, da ist... Ach ja, genau, hier. Wo willst du lang? Ja doch, das ist richtig. Ich wollte schon sagen. Das sah aus, als würden die durch das L-Cluster durchfliegen. Und dann irgendwo halt bei diesem L-Tor rauskommen, aber... Da habe ich mich nur vertan. Was haben wir hier? Handelsabkommen anbieten. System transferieren. Moment, nein. Das Ding ist, die KI transferiert nie Systeme.
Aslund und Reganos können schon mal direkt rüber. Monkadir, Sablisur. Monkadir. Research Vessel under attack. Okay, ich glaube, das war keine gute Idee. Ja, weil die Anbieter hier sind. Station under attack. Wo ist jetzt Gamma Draconis? Receiving communications. Nicht Angriffsversprechen. Ja, ihr seid praktisch schon weg. Machen die Anbieter überhaupt noch etwas? Construction complete. Udar Statir. Monkadir. Ah, ich glaube, die Sternenbasis kann das auch so. Construction complete. So, einmal bitte das System erkunden.